Reine Gleichspannungen, also elektrische Spannungen, die ihren Wert nicht verändern, werden hauptsächlich zur Energieversorgung von elektronischen Geräten oder als Referenzspannungen, also Vergleichsspannungen, in der elektronischen Messtechnik benötigt. Wechselspannungen, also elektrische Spannungen, die ihren Wert und ihre Polarität meist periodisch ändern, werden einerseits zur Energieversorgung von elektrischen Geräten wie Motoren, Heizungen usw. so verwendet und andererseits zur elektrischen und elektromagnetischen Übertragung von analogen Informationen wie Tönen, Bildern, Messsignalen, Steuersignalen usw. so Die übertragenen Informationen sind dann entweder in der Frequenz oder in der Amplitude enthalten. Eine reine Wechselspannung liegt vor, wenn der zeitliche Mittelwert über eine Periode hinweg, also über eine Vollwelle hinweg, null ist. Man könnte auch sagen, wenn die Fläche zwischen positivem Kurventeil und der Zeitachse genauso groß ist wie die Fläche zwischen negativem Kurventeil und der Zeitachse. Der Vorteil von Wechselspannungen in der Energieversorgung liegt darin, dass sie sich mit relativ gutem Wirkungsgrad in höhere oder niedrigere Spannungswerte umwandeln lassen, nämlich mit Transformatoren oder kurz Trafos. Eine Mischspannung ist eine veränderliche Spannung, die sowohl einen Gleichspannungs- als auch einen Wechselspannungsanteil enthält, wie zum Beispiel die ungesiebte Ausgangsspannung eines Gleichrichters oder auch digitale bzw. binäre Signale. Die bei Wechselspannungen und Wechselströmen am häufigsten vorkommende Kurvenform ist die Sinuskurve. Man bezeichnet sie auch als harmonische Schwingung. Nicht nur viele elektrische Vorgänge verlaufen nach einer solchen Kurve, sondern auch viele andere physikalische Vorgänge, wie zum Beispiel das Hin- und Herschwingen eines Pendels oder das Auf- und Abschwingen eines an einer Spiralfeder hängenden Gewichts. Wir werden jetzt sehen, dass auch in einer gleichförmigen Drehbewegung eine Sinusschwingung enthalten ist. Ein Zeiger mit der Länge 1, dessen Ruhelage mit Rot eingezeichnet ist, dreht sich mit konstanter Geschwindigkeit um den Kreismittelpunkt. Da der Kreis den Radius 1 hat, heißt er Einheitskreis. Sein Umfang beträgt U gleich 2 Pi mal R und weil R ja gleich 1 ist, gleich 2 Pi. Wenn der Zeiger eine volle Umdrehung zurückgelegt hat, hat sein Endpunkt auf dem Kreis, also die Strecke 2π, zurückgelegt. Der Winkel 360 Grad entspricht also einem Winkel von 2π im Bogenmaß. Und dieses Bogenmaß wird auch mit der Einheit Radiant oder abgekürzt Rad bezeichnet. Dreht sich der Zeiger einmal je Sekunde, ist seine Winkelgeschwindigkeit Omega gleich 2π je Sekunde. Dreht sich der Zeiger zum Beispiel 50 mal je Sekunde, ist seine Winkelgeschwindigkeit Omega gleich 50 mal 2π je Sekunde und das ist 314 je Sekunde. Dieses Omega, die Winkelgeschwindigkeit, wird übrigens auch als Kreisfrequenz bezeichnet. Sinus ist das lateinische Wort für Bogen. In der Mathematik ist der Sinus das Verhältnis von Gegenkathete zur Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck. Ergänzt man den sich drehenden Zeiger in verschiedenen Stellungen jeweils zu einem rechtwinkligen Dreieck, hier zum Beispiel, hier, hier und so weiter, so hat die senkrechte Kathete immer den Wert des zu dem jeweiligen Winkel gehörenden Sinus, weil die Hypotenuse ja gleich 1 ist. Überträgt man nun diese Wertepaare, also den Winkel hier
und den Sinus, also die Länge dieser Kathete, in das Achsenkreuz rechts vom Kreis, entsteht eine fast perfekte Sinuslinie. Diese Sinusschwingung hat die Frequenz 1 Hertz, wenn der Zeiger sich einmal je Sekunde dreht, und die Frequenz 50 Hertz, wenn der Zeiger sich 50 Mal je Sekunde dreht. Mit Generatoren kann man mechanische, also Bewegungsenergie, in elektrische Energie umformen. Zum Beispiel eben mit dem Fahrraddynamo, mit der Lichtmaschine im Auto, mit Notstromaggregaten, mit turbinenangetriebenen Generatoren in den Kraftwerken und so weiter. Das Wirkungsprinzip ist bei allen gleich. Bewegt man einen elektrischen Leiter quer zu einem Magnetfeld, so wird in dem Leiter eine elektrische Spannung erzeugt. Diesen Vorgang nennt man elektromagnetische Induktion. Da Magnetfelder unsichtbar sind, bedient man sich zur Darstellung sogenannter Feldlinien, hier blau eingezeichnet, die immer vom Nordpol des Magneten zum Südpol zeigen und die umso dichter gezeichnet werden, je stärker das Magnetfeld ist. Abgebildet ist eine Spule mit einer Windung, die sich im Magnetfeld dreht. Nur die violett markierten Leiterstücke können sich quer zu den Feldlinien bewegen. In der dargestellten Spulenstellung bewegen sich die beiden Leiterstücke genau senkrecht zu den Feldlinien. Je weiter sich die Spule dreht, umso mehr geht die Querbewegung in eine Parallelbewegung über. Deshalb ist die induzierte Spannung in der dargestellten Spulenposition, also Winkel 90 Grad, am größten. In den Positionen 0 Grad und 180 Grad gleich 0, hier und hier, weil sich hier ja diese beiden Leiterstücke parallel zu den Feldlinien bewegen. Und in der Position 270 Grad, das heißt also so jetzt wieder, da ist die Spannung wieder am größten, nur eben mit negativem Vorzeichen, weil das obere Leiterstück ja jetzt nach unten gedreht ist und deshalb sich hier mit der entgegengesetzten Richtung durch die Feldlinien hindurch bewegt wie vorher. Genauso ist das untere Leiterstück jetzt nach oben gedreht und bewegt sich jetzt von rechts nach links, vorher in dieser Stellung von links nach rechts. Deshalb ist also die Spannung an dieser Stelle bei 270 Grad wieder maximal, aber mit negativem Vorzeichen. Der magnetische Fluss ist bildlich gesprochen die Gesamtheit aller magnetischen Feldlinien. Er wird mit dem griechischen Buchstaben Phi bezeichnet. Der Anteil des magnetischen Flusses bzw. der Feldlinien, der durch die Spule hindurchtritt, also durch diese Windung hier in unserem Beispiel, heißt verketteter Fluss. In dieser Spulenstellung ist er gleich Null, weil die Windung ja parallel zu den Feldlinien liegt. Und wenn die Spule quer steht, die Windung quer steht, dann ist dieser Fluss maximal. Es kommt aber nicht auf den Fluss selbst an, sondern auf die Änderung des Flusses. Delta Phi. Und für die Größe der in die Spule induzierten Spannung ist wichtig, wie schnell sich dieser verkettete Fluss ändert. Je schneller der Fluss sich ändert, umso größer ist die Spannung UI, also die induzierte Spannung. UI ist also proportional zur Änderungsgeschwindigkeit des magnetischen Flusses und das ist Delta Phi durch Delta T hier in der Formel. Aber außerdem ist die Spannung auch noch proportional zur Windungszahl N. Wir haben hier eine Windung, also N gleich 1. Bei zwei Windungen würden ja die beiden Windungen in Reihe geschaltet sein und jede Windung für sich
hätte eine eigene induzierte Spannung, die sich wegen der Reihenschaltung dann addieren. Also ist die induzierte Spannung auch proportional zur Windungszahl. Und diese beiden Abhängigkeiten, die werden durch dieses ganz wichtige Gesetz, das sogenannte Induktionsgesetz, beschrieben. Die Gleichung einer Sinuskurve kann auf unterschiedliche Weisen dargestellt werden, wobei die gelb unterlegte Form wohl die am meisten verwendete ist. Schauen wir uns die drei Möglichkeiten hier mal an. Alpha ist der Gesamtwinkel im Einheitskreis, den der Zeiger zurückgelegt hat nach einer bestimmten Zeit. Und die Winkelgeschwindigkeit Omega gibt eben an, wie viel Winkel je Zeiteinheit zurückgelegt wird. Also kann man sagen, Omega ist gleich Alpha durch T. Wobei sich dann daraus ergibt, Alpha ist gleich Omega mal T. Und weil ja die Umdrehungszahl des Zeigers im Einheitskreis die Frequenz einer Sinusspannung ist, bekomme ich, wenn ich die Frequenz mit dem Winkel für eine Umdrehung im Bogenmaß, das ist 2π, multipliziere, den Gesamtwinkel, also 2π mal f mal t, ist der Winkel Alpha im Bogenmaß. Plus Phi, Phi ist der Phasenwinkel, also die Verschiebung gegenüber der Normallage, die ja immer beim Sinus so ist, dass die positive Halbwelle im Nullpunkt der Zeitachse beginnt. Ich kann auch einen Sinus durch einen Kosinus ausdrücken, wie das hier für U1 gemacht ist, denn ein Sinus ist nichts anderes als ein um 90 Grad nach rechts verschobener Kosinus. Genauso ist es gleichbedeutend bei einer Sinuskurve, ob ich sie um 90 Grad nach rechts verschiebe oder um 270 Grad nach links. Beziehungsweise hier, ob ich sie um 225 Grad nach rechts verschiebe oder um 135 Grad nach links. An einer kleinen Aufgabe soll eine kurze Berechnung durchgeführt werden. Wir haben also eine Netzspannung gegeben mit 50 Hertz und dem üblichen Effektivwert hier in Deutschland von 230 Volt. Und es soll jetzt erstmal die Periodendauer bestimmt werden. Die ist immer der Kehrwert der Frequenz, also 1 durch F, 1 durch 50 in diesem Falle. Und da ergibt sich eine Periodendauer von 20 Millisekunden. Und nach der Formel Omega ist gleich 2π mal f, bekommen wir dann eine Winkelgeschwindigkeit bzw. eine Kreisfrequenz von 314 Sekunde hoch minus 1 oder 1 durch Sekunde. Hier darf nicht die Einheit Hertz verwendet werden, obwohl Hertz eigentlich ja auch die Abkürzung für 1 durch Sekunde ist. Aber eben weil das sonst verwechselt werden könnte bei der normalen Frequenz und bei der Kreisfrequenz, wird bei der Kreisfrequenz die Einheit Hertz nicht verwendet. Der Scheitelwert ergibt sich, indem man den Effektivwert mit Wurzel 2, also mit 1,4142, mal nimmt. Und das ist dann der Wert 325 Volt. Der Größenbuchstabe für den Effektivwert ist entweder ein großes U, wie man es auch für Gleichspannungen nimmt, oder man setzt noch den Index EFF dazu, damit es ganz klar wird. Dann sollen noch die Augenblickswerte an drei verschiedenen Stellen bestimmt werden. Bei 45 Grad, das wäre also hier an dieser Stelle, man tippt die 45 Grad in den Taschenrechner ein, drückt die Sinustaste und bekommt dann einen Wert, der zufälligerweise genauso groß ist wie der Effektivwert, nämlich 230 Volt. Eigentlich 325 Volt durch 1,4142, also durch Wurzel 2. Als zweites der Augenblickswert bei 12 Millisekunden. Die Periodendauer dieser roten Schwingung hier, dieser roten Spannung, ist 20 Millisekunden.
bei 50 Hertz, hatten wir ja schon ausgerechnet. Und deshalb ist eine Halbwelle 10 Millisekunden lang, also 10 Millisekunden entsprechen einem Winkel von 180 Grad und 2 Millisekunden folgedessen einem Winkel von 36 Grad. Insgesamt sind also die 12 Millisekunden gleichbedeutend mit 216 Grad. Auch die können wir in den Rechner eintippen, den Sinus dazu bestimmen und mit dem Scheitelwert mal nehmen und bekommen dann minus 191 Volt. Das können wir kurz hier kontrollieren. 216 wird also so etwa hier an dieser Stelle sein und das kommt dann auch von der Zeichnung her etwa hin. Dann haben wir als dritten Augenblickswert den Wert bei 1,3 Pi. Pi sind ja 180 Grad und 0,3 Pi dazu, das wären also ungefähr knapp 60 Grad nochmal dazu, dann sind wir bei 240, 235 vielleicht, also an dieser Stelle. Und man könnte hier schon aus der Zeichnung voraussehen, dass man also eine negative Spannung bekommt, die relativ nah schon am Scheitelwert ist. Man kann jetzt diese 1,3 Pi umrechnen mit einem Dreisatz. Pi sind 180 Grad, 1,3 Pi sind dann wie viel? Bekommt dann insgesamt einen Winkel im Gradmaß, tippt den in den Rechner ein, drückt die Sinustaste, multipliziert dann mit dem Scheitelwert von 325 Volt und bekommt dann diesen negativen Spannungswert heraus. Ein anderer Ausdruck für Effektivwert ist auch RMS. Das ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck Root Mean Square, auf Deutsch übersetzt quadratischer Mittelwert. In Reihenschaltungen von elektronischen Bauteilen ergibt sich die Gesamtspannung ja immer als Summe der Teilspannungen. Diese Summe lässt sich zeichnerisch oder rechnerisch bestimmen. Im ersten Fall ist zwischen U1 und U2 keine Phasenverschiebung vorhanden. Man sagt auch, die beiden Spannungen haben die gleiche Phasenlage. Die Summenspannung hat deshalb ebenfalls die gleiche Phasenlage und die Amplitude der Summenspannung ergibt sich als Summe der Einzelamplituden. Die Zeichnung bestätigt das, ist aber natürlich als Lösungsmethode viel zu aufwendig. Das ist anders im zweiten Fall. Hier ist U2 um 135 Grad gegenüber U1 verschoben, und zwar nach links, weil der Phasenwinkel positiv ist. Stattdessen könnte man aber auch sagen, U2 ist um 225 Grad nach rechts verschoben. Addiert man nun die beiden Spannungen Punkt für Punkt, ergibt sich als Summenspannung wieder eine Sinusspannung mit der gleichen Frequenz, jedoch eine Amplitude von ca. 3,7 Volt, also nicht einfach die Summe der Einzelamplituden, und eine Phasenverschiebung von ca. 100 Grad. Zu diesem Ergebnis kann man natürlich auch auf rechnerische Weise gelangen. Das Ergebnis wäre dann zwar genauer, aber die Rechnung wäre relativ kompliziert und meistens kommt es gar nicht auf 100%ige Genauigkeit an. Die Berechnungsformeln dazu kann man aber in Büchern oder bei Google problemlos nachschlagen. Wir verzichten deshalb hier auf die Berechnung und schauen uns stattdessen noch eine weitere, viel einfachere zeichnerische Lösungsmethode an. Dazu stellen wir in einem Achsenkreuz die Spannungen U1 und U2 als Zeiger dar. Jeder Zeiger hat die Länge des Scheitelwertes und ist gegenüber der positiven waagerechten Achse, also dieser hier, um den Phasenwinkel verdreht. Positiver Winkel heißt hierbei Gegensinn des Uhrzeigers. Dann verschieben wir den Zeiger U2 so, dass sein Anfang das Ende von U1 berührt. Nun zeichnen wir den Summenzeiger vom Koordinaten Nullpunkt bis zum Ende des U2-Zeigers. Die Länge des Zeigers ist dann der Scheitelwert,
der Gesamtspannung und sein Winkel zur positiven waagerechten Achse der Phasenwinkel der Summenspannung. Statt U2 hätte man natürlich auch U1 verschieben können mit dem gleichen Ergebnis. Diese Art der Addition bezeichnet man auch als geometrische oder Vektoraddition. Periodische Wechselspannungen können außer der Sinusform natürlich auch andere Kurvenformen haben. Vier typische Wechselspannungen mit unterschiedlichem Kurvenverlauf werden jetzt nacheinander akustisch wiedergegeben. Alle haben die gleiche Frequenz von 300 Hz. Zunächst die sinusförmige Spannung. Jetzt die rechteckförmige Spannung. Die dreieckförmige Spannung. Und die Sägezahnspannung. Es waren deutliche Klangunterschiede zu hören. Der Sinus klingt weich, harmonisch. Die Dreieckspannung ebenfalls, sie weicht nur geringfügig vom Sinus ab, wie man ja auch am Kurvenverlauf sehen kann. Die Rechteckspannung und die Sägezahnspannung dagegen klingen härter und fast schon disharmonisch. Sie weichen ja auch vom Kurvenverlauf her beide sehr stark von der Sinusspannung ab. Der französische Mathematiker Fourier legte schon im Jahr 1822 die Grundlagen für den Nachweis, dass sich jede periodische Funktion, egal ob Rechteck, Dreieck, Sägezahn oder was auch immer, zerlegen lässt in eine Summe von Sinusfunktionen, nämlich die Grundwelle und die harmonischen Oberwellen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind. Diese Zerlegung nennt man Fourier-Analyse und die Summe heißt Fourier-Reihe. Bei einer Rechteckfunktion sieht das zum Beispiel so aus. Das geht natürlich noch unendlich weiter. Also die Summe aus Grundwelle plus dritte harmonische plus fünfte harmonische plus siebte harmonische und so weiter. Hier also die dreifache Frequenz, die fünffache, die siebenfache und so weiter. Und hier ein Drittel der Amplitude der Grundwelle, ein Fünftel der Amplitude, ein Siebtel und so weiter. Und wie gesagt, das geht bis ins Unendliche. Die Grundwelle und die dritte harmonische habe ich hier mal Punkt für Punkt addiert. Das ist also die Grundwelle in Rot. Das ist die dritte harmonische in Blau. Und man sieht, wenn man die beiden addiert, entsteht schon eine Funktion, die sich der Rechteckform nähert. Aber natürlich wird die Rechteckform erst erreicht, wenn alle diese harmonischen bis ins Unendliche addiert sind. So eine Fourier-Reihe kann man auch in dieser Form als Frequenzspektrum darstellen, wobei die Länge jeder Linie hier für die Amplitude der jeweiligen harmonischen steht. Fazit: Addiert man Sinusfunktionen mit unterschiedlichen Frequenzen, hat die Summenkurve keine Sinusform mehr. Und zweitens, jede nicht sinusförmige periodische Funktion besteht aus mehreren Frequenzen, nämlich der Grundfrequenz und einer, mehreren oder unendlich vielen Oberwellen. Das ist der Grund, warum nur Töne von Sinussignalen einen reinen Klangeindruck ergeben.
Ich möchte noch kurz zeigen, wie sich die Kennwerte von Wechselspannungen mit Hilfe eines Oszilloskops ermitteln lassen. Wir haben hier zwei Spannungen, eine Sinusspannung auf Kanal A und eine Dreieckspannung auf Kanal B. Die Zeitablenkung ist auf 2 Millisekunden je Diff, also je Zentimeter eingestellt, und die volle Sinusperiode, also positive und negative Halbwelle, sind genau 10 Kästchen oder 10 Zentimeter lang. Das heißt, die Periodendauer dieser Sinusspannung ist 10 mal 2, also 20 Millisekunden. Davon der Kehrwert ist dann die Frequenz, nämlich 50 Hertz. Der Scheitelwert der Sinusspannung sind 4 Kästchen und Kanal A ist auf 1 Volt pro Diff eingestellt, also entsprechen diese 4 Kästchen 4 Volt. Der Scheitelwert der Sinusspannung ist 4 Volt und der Spitze-Spitze-Wert ist natürlich dann 8 Volt. Die Dreieckspannung hat offensichtlich eine höhere Frequenz, die Zeitablenkung ist aber für beide Kanäle gültig. Und wir sehen, dass eine volle Periode bei der Dreieckspannung 4 Kästchen sind. Somit ist die Periodendauer der Dreieckspannung 8 Millisekunden, 4 mal 2 Millisekunden. Und die Frequenz als Kehrwert der 8 Millisekunden ist dann 125 Hertz. Der Scheitelwert der Dreieckspannung, das sind 2 Kästchen, 2 mal die eingestellte Y-Empfindlichkeit für Kanal B, das sind 10 Volt pro Diff oder pro Zentimeter, also 2 mal 10 Volt sind 20 Volt, die als Scheitelwert für die Dreieckspannung abgelesen werden. Und der Spitze-Spitze-Wert ist natürlich dann wieder das Doppelte, nämlich 40 Volt. Mit Hilfe eines Taschenrechners sollen jetzt einige Aufgaben zu Sinusspannungen berechnet werden. Wichtig ist dabei, dass man zunächst den Taschenrechner auf die richtige Winkeleinheit einstellt. In der Regel gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal die Einheit Degree, das englische Wort für Grad. Das ist die Einheit, bei der eine volle Umdrehung im Einheitskreis 360 Grad bedeuten. Und dann gibt es als zweite Möglichkeit die Einheit Radiant. Die benutzt man, wenn man mit den Winkeln im Bogenmaß arbeiten will. Da bedeutet ja eine Umdrehung im Einheitskreis den Winkel 2π, also 6,28. Wenn das geschehen ist, dann kann man an die Aufgaben hier gehen. Bei der ersten Aufgabe soll der Augenblickswert an der Stelle 90 Grad bestimmt werden. Das ist hier. Da braucht man allerdings nichts zu rechnen. Man kann sofort ablesen. Hier ist der Augenblickswert. Der Scheitelwert, nämlich 5 Volt. Der zweite Wert, U1 von 30 Grad. 30 Grad sind etwa an dieser Stelle hier. Man könnte hier ablesen, kommt ungefähr auf den Wert 2,5 Volt. Aber sicherheitshalber sollte man solche Werte dann doch berechnen. Wir geben für Alpha den Wert 30 Grad in die Gleichung ein, drücken auf die Sinustaste und dann wird hier der Sinuswert angezeigt, das ist 0,5, multipliziert mit dem Scheitelwert von 5 Volt, ergibt sich dann ein Augenblickswert von 2,5 Volt. Der dritte Wert ist der Augenblickswert bei Pi Viertel. Pi Viertel ist 45 Grad, denn Pi ist ja 180 Grad, ein Viertel davon sind 45 Grad. Wir müssen also hier beim Winkel 45 Grad eingeben und dann wieder die Sinustaste drücken, bekommen dann genau diesen Wert für den Sinus und dieser Wert multipliziert mit 5 Volt ergibt dann diesen Augenblickswert. Hier hätte man allerdings auch den Rechner auf Radiant stellen können und stattdessen dann für Alpha nicht 45 Grad, sondern Pi Viertel, das ist etwa 0,78, eingeben können. Und natürlich hätte man dann das gleiche Endergebnis bekommen. Der vierte Augenblickswert soll an der Stelle 2 Millisekunden bestimmt werden. Hier kommt nun die Frequenz ins Spiel. Frequenz 50 Hertz bedeutet ja, in einer Sekunde werden 50 dieser Vollwellen ablaufen. Das heißt also, eine Vollwelle dauert genau ein 50stel
von diesem Betrag von einer Sekunde und das sind 20 Millisekunden. Also die Periodendauer ist hier 20 Millisekunden und die entspricht einem Winkel von 360 Grad. 2 Millisekunden ist genau ein Zehntel davon, also 36 Grad. Wir setzen deshalb in die Gleichung für Alpha 36 Grad ein und bekommen dann diesen Augenblickswert an der Stelle 36 Grad. Das ist hier ungefähr. Und wenn man den Wert vergleicht mit der Zeichnung, das kommt tatsächlich etwa hin. Bei der zweiten Aufgabe zum Beispiel oder bei den anderen natürlich auch, hätte man stattdessen auch diese Gleichung nehmen können, denn Sinus Alpha ist dasselbe wie Cosinus Alpha minus 90 Grad. Ein negativer Phasenwinkel bedeutet ja Verschiebung nach rechts. Und wenn ich eine Cosinuskurve um 90 Grad nach rechts verschiebe, entsteht eine Sinuskurve. Auch für die zweite Spannung U2, die durch diese Gleichung hier beschrieben wird, sollen einige Augenblickswerte bestimmt werden. Und auch hier gilt wieder für den ersten Fall an der Stelle 90 Grad. Da sieht man auf den ersten Blick, der hat die Kurve einen Nulldurchgang. Die Spannung ist also 0 an dieser Stelle. Im zweiten Fall bei 70 Grad, da sind wir hier ungefähr, da müsste auf jeden Fall schon mal ein negativer Wert herauskommen. Das sieht man hier. Aber der genaue Wert lässt sich hier nicht ablesen, sondern nur schätzen. Und deshalb setzen wir den Wert des Winkels in die Gleichung ein. 70 Grad minus 90 Grad ergibt minus 20 Grad. Wir müssen also den Sinus von minus 20 Grad bestimmen, indem wir hier wieder 20 Grad eingeben, mit dem Minuszeichen versehen und die Sinustaste drücken. Und dieser Sinuswert, der sich dann ergibt, multipliziert mit dem Schalterwert 3 Volt, ergibt dann diese Spannung minus 1,0261 Volt. Und das kommt tatsächlich auch bei der Zeichnung etwa hin. Im dritten Fall haben wir wieder einen Augenblickswert, der an der Stelle eines im Bogenmaß angegebenen Winkels berechnet werden soll. Wir haben hier 1,6 Pi als Winkel und wir schauen mal in die Gleichung. Da würde dann stehen Sinus 1,6 Pi minus 90 Grad. Nun kann man diese beiden Formen natürlich nicht ohne weiteres voneinander abziehen, sondern man muss entweder den Winkel Alpha im Gradmaß ausdrücken oder die 90 Grad ins Bogenmaß übersetzen. Das Letztere ist hier das Einfachere, denn 90 Grad, das wissen wir, das ist ja Pi halbe, also 0,5 Pi. Es steht also dann hier in der Gleichung 1,6 Pi minus 0,5 Pi und das ist 1,1 Pi. Und 1,1 Pi ist eben 1,1 mal 3,14. Das ist genau dieser Wert hier. Und dann Sinustaste drücken. Es ergibt sich dann mit dem Schalterwert multipliziert diese Spannung. Wir schauen nochmal in die Zeichnung, ob das auch sein kann etwa. Wir sind also bei 1,6 Pi in dieser Zeichnung hier. 1,5 Pi ist 270 Grad. 1,6 Pi ist ein bisschen weiter. Und wir haben ja hier eine negative Spannung herausbekommen, die etwa minus 1 Volt ist. Und wenn wir das mal mit der tatsächlichen Zeichnung hier vergleichen, das kommt tatsächlich auch etwa hin. Schließlich soll noch der Effektivwert von U2 bestimmt werden. Den bekommen wir einfach dadurch, dass wir den Schalterwert, nämlich die 3 Volt, durch Wurzel 2, also durch 1,4142 dividieren. Und dann ergibt sich dieser Wert als Effektivwert. Bei U3 sollen auch wieder einige Augenblickswerte bestimmt werden. Einmal der Augenblickswert bei 135 Grad. Das wäre an dieser Stelle hier. Und man sieht schon, das ist genau die Stelle, wo die Spannung U3 ihr negatives Maximum hat. Also heißt die Lösung hier minus 2 Volt. Im zweiten Fall soll der Augenblickswert bei 0,9 Pi bestimmt werden. Pi sind ja 180 Grad und 0,9 Pi sind 18 Grad weniger, also etwa an dieser Stelle
soll der Augenblickswert bestimmt werden und man kann in der Zeichnung schon voraussehen, es ist ein negativer Wert und er liegt unter 2 Volt wahrscheinlich. Wir müssen diese 0,9 Pi wieder in die Gleichung einsetzen, in die Gleichung für U3. Das kann entweder in dieser Form geschehen oder in dieser Form. Man kann jetzt entweder Alpha in Bogenmaß einsetzen, dann muss man die 225 Grad oder die 135 Grad ins Bogenmaß umrechnen oder umgekehrt, man rechnet Alpha in das Gradmaß um und kann dann den Sinuswert bestimmen. Ich habe jetzt mal diese Gleichungsform hier ausgewählt und Alpha soll als Bogenmaß eingesetzt werden. Und 0,9 mal Pi, das sind genau diese 2,826. Und jetzt müssen wir noch die 135 Grad ins Bogenmaß umrechnen. Das geht einfach mit Hilfe eines Dreisatzes. Man setzt so an, 360 Grad entspricht 2 Pi, 135 Grad entsprechen dann wie viel? Und wenn man das dann ausrechnet, bekommt man diesen Wert als Bogenmaß für den Winkel 135 Grad. Wenn man das so macht, muss man natürlich den Rechner wieder auf Radiant einstellen. Und wenn man dann den Wert 2,826 plus 2,355 hier eintippt und dann die Sinustaste betätigt, dann bekommt man nach Multiplikation mit 2 Volt diesen Wert als Augenblickswert heraus. 1,78 mit Minuszeichen davor, das hatten wir ja auch schon etwa hier vorausgesehen. Schließlich soll noch der Augenblickswert für 11 Millisekunden bestimmt werden. 11 Millisekunden, wir hatten schon festgestellt, eine Periodendauer ist 20 Millisekunden. Das heißt, 10 Millisekunden sind 180 und eine Millisekunde sind 18 Grad, zusammen also 198 Grad, die wir in die Gleichung einsetzen müssen und bekommen dann einen Augenblickswert für U3 an der Stelle 11 Millisekunden von minus 0,618 Volt. Das wäre ungefähr an dieser Stelle und das stimmt auch wieder mit der Zeichnung überein. Schließlich soll noch berechnet werden, an welcher Stelle, also bei welchem Winkel, die Spannung U3 den Wert 1,5 Volt annimmt. Hierzu stellt man die Gleichung für die Spannung U3 um. Wir kennen den Scheitelwert, wir kennen den Augenblickswert und folgedessen teilen wir also beide Seiten durch 2 Volt. Dann steht auf dieser Seite 1,5 Volt durch 2 Volt sind 0,75 und das ist dann Sinus Alpha minus 225 Grad. Und jetzt kommt eine neue Rechenart hinzu. Wir wollen zu dem Sinus, den wir jetzt ausgerechnet haben, den zugehörigen Winkel bestimmen. Arcus heißt Bogen, entspricht dem Winkel hier. Und das ist also die Funktion Arcus Sinus, die man hier benötigt. In manchen Fällen, also bei manchen Rechnern, steht stattdessen auch Sinus hoch minus 1. Wir müssen also jetzt die 0,75 in den Rechner eingeben, dann diese Funktion aufrufen, Sinus hoch minus 1 oder Arcus Sinus und bekommen dann diesen Wert hier, das ist der Winkel, zu dem der Sinus 0,75 gehört. Zu diesem Winkel müssen wir jetzt noch die 225 Grad addieren, damit wir Alpha 1 bekommen. Und somit bekommen wir also dann für Alpha 1 einen Wert von 273,59 Grad. Eine kurze Bemerkung noch zu dieser Gleichung hier. Wir haben zwei Formen hier stehen. Einmal Alpha minus 225 Grad. Und zweitens Alpha plus 135 Grad. Es ist nämlich völlig egal bei einer Sinuskurve, ob ich die um 225 Grad nach rechts verschiebe oder um 135 Grad nach links. Es hat beides denselben Effekt. Zum Abschluss noch eine Übersicht über die wichtigsten Frequenzbereiche.